Hallo, liebe Seele, herzlich willkommen zu deinem Tagesorakel heute am Dienstag, den 27. Februar. Ich freue mich wie immer, dass du da bist. Welche Thematik darf ich beleuchten für meine Zuschauerinnen und Zuschauer? Was ist wichtig? Das ist Wahnsinn. Ich habe, also dieser Vogel hat sich gestern gezeigt an der Unterseite dieses Decks, das ich gerade benutze. Ich habe das nicht in die Kamera gehalten. Das war nicht nötig. Aber puh, dieser Vogel knüpft wieder an die Energie an von gestern und vom Wochenorakel. Also falls du das aktuelle Wochenorakel nicht gesehen hast, kann ich dir das empfehlen. Hier geht es um die kreative Kraft. Deine persönliche Melodie, also deine Melodie deiner Seele und wie du deiner Seele Ausdruck verleihst in dieser Inkarnation auf der irdischen Ebene. Hier geht es um jemanden, der eifrig ist, viel Hingabe beweist, jemand mit sehr viel kreativer Kraft, jemand mit Durchsetzungsvermögen, aber es geht alles vom Herzen aus. Etwas ist hier eine Herzensangelegenheit. An der Unterseite zeigt sich der Jaguar mit der Königin der Schwerter. Falls du es knarren im Hintergrund hörst, das ist mein Stuhl. Vier Stäbe. Ja, das ist die Energie von dem Vogel. Allein schon die Farben sind ähnlich, ne? Oh, sehr feurig sogar. dass die Karte mir aus der Hand fällt. Wow. 10 Münzen. Ja, der Hierophant. Die Lebenden. Sehr große, fantastische Energie, die hier liegt. 7 Münzen. Wow, 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 wow. Und hier haben wir noch den Page der Kelche. Der Page der Kelche ist ein Verträumter. Auch gestern hatten wir die Karte des Tagträumens. Und Tagträumen ist wichtig, weil da erhalten wir unsere Visionen. Da erhalten wir unsere Impulse aus der geistigen Welt und unsere Ideen. Der Page der Kelche ist unglaublich romantisch und kreativ. Er lebt aus dem Herzen, ne? So wie ich hier gerade eben gesagt habe mit dem Kardinal, mit dem Vogel hier. Die Liebenden. Ich deute es nicht auf die Liebe. Wenn es bei dir um die Liebe geht, dann geht es hier um eine Seelenpartnerschaft. Okay, das sehe ich hier. Etwas mit Potenzial. Zwei Menschen, die sich verstehen, die in Harmonie, im Einklang schwingen sozusagen.
ich sehe hier eine sehr gute Entwicklung in Bezug auf Seelenpartnerschaften, auf echte Seelenpartnerschaften, ja. So, aber ich deute es jetzt hier nicht auf die Liebe. Das war nur jetzt am Anfang. Die Liebenden bedeuten Herzensentscheidungen. Wie ich hier eben schon gesagt habe mit dem Kardinal, ne? Es liegt dir hier etwas am Herzen. Etwas ist deins. Das ist das Lied deiner Seele. Hier wird dein höheres Selbst angezeigt. Ne? Das ist eine Karte, die eben Liebe anzeigt. Liebe zu deinem Seelenweg, Liebe zu dir selber, zu deiner Bestimmung, zu deiner Berufung zum Leben. Zu einer Sache, zu einer Aufgabe, die du tust, wo du sagst, das ist deine Aufgabe, das ist deine Mission, das ist deine, das gibt deinem Leben einen Sinn, das ist deine Berufung, das gehört zu dir, ja. Die Liebenden zeigen hier an, dass du etwas hier hast, das dich glücklich macht, wofür deine Leidenschaft entfacht wurde. Du wie soll ich das sagen? Es bereitet dir Freude. Du bist mit dem Herzen dabei. Es ist wirklich eindeutig für dich, dass du diesen Weg gehen möchtest. Du hast in der Vergangenheit einmal eine Entscheidung getroffen, ja, und es ist für dich eindeutig, dass du diesen Weg gehen möchtest. Manche gehen vielleicht auch diesen Weg schon länger. Okay. Du lebst zum Beispiel ein besonderes Talent aus, eine Gabe aus, vielleicht bist du spirituell unterwegs und so weiter und so fort, ja. Ist bei jedem etwas anderes, wie sich das genau gestaltet. Aber das, du hast hier das Gefühl, du kannst dich verwirklichen in dieser Inkarnation, in diesem Leben, okay. Und da ist wirklich dieses Gefühl von, es ist deins. Es ist deins. Und diese Sache gefällt dir so gut, dass du das Maximale auch da rausholen wirst, was für dich möglich ist, was du verwirklichen kannst in der materiellen Welt. Die 10 Münzen, das ist das Maximale, was sich manifestieren kann, was hier möglich ist. Du holst das, du schöpfst hier das volle Potenzial aus in einer Angelegenheit. Okay. Und das ist auch das Orakel von jemand, der erste Erfolge bereits feiern kann. Das Orakel oder diese Karten wollen dich auch daran erinnern, feiere jeden Erfolg, feiere auch die kleinen Schritte, feiere deine Meilensteine. Das ist eine Karte von Freude und Leichtigkeit. Das ist auch so, diese Freude, die du empfindest, kannst du auch nach außen tragen. Hier sind Menschen um dich rum, die sich mit dir freuen, die bei dir sein wollen. Ja, du hast auch eine tolle Aura dadurch, dass du deinem Seelenweg folgst, dadurch, dass du deinem Herzen folgst. Ja, man ist gerne in deiner Gesellschaft, so nehme ich das wahr. Und hier wird sich definitiv etwas weiterentwickeln. Okay, aber hier ist auch immer der Hinweis mit den 7 Münzen. Die Dinge brauchen auch ihre Zeit, um sich zu manifestieren. Die materielle Welt ist, die Materieenergie, die Münzenergie ist langsam, okay? Manche Dinge brauchen ihre Zeit, um sich zu manifestieren, um voranzugehen in der materiellen Welt. Gib den Dingen auch Zeit. Gib auch dir selber Zeit. Hier ist jemand sehr eifrig. Und der Ritter der Stäbe sagt einfach, dass hier jemand manchmal lieber schneller als langsam unterwegs sein möchte. Ne? Thema Ungeduld. Ja, also Geduld ist manchmal eine große Aufgabe. Ja. Das ist das, was ich hier sehe. Aber diese Ungeduld, ich nehme das jetzt nicht tragisch wahr. Es ist so menschlich halt einfach. Hier ist das Maximale möglich, definitiv. Du bist auf den Erfolg ausgerichtet, du bist auf die Erschaffung von deinem Seelenwunsch hier ausgerichtet und das ist das Orakel von jemandem, der definitiv auf dem richtigen Weg ist. Auch mit dem Hierophant hier. Kann auch sein, dass du irgendwie
ein Vorbild bist für andere Menschen, dass du ein Vorreiter bist, eine Art Vorreiter, dass du auch andere mit deiner positiven Energie anstecken kannst, andere dazu ermutigen kannst, auch ihren Seelenweg zu gehen, auch ihren Leidenschaften zu folgen, sich ihren Ängsten und Zweifeln zu stellen. Ja. Das kann möglich sein, dass du wie ein gutes Vorbild bist. Welchen Rat darf ich hier noch weitergeben für alle, die hier mit in Resonanz gegangen sind? Schau mal, siehst du? Genau das ist diese Energie. Also von Ungeduld. Ja, also lass dir keine schlechte Laune machen oder so wegen einer Warterei hier in einer Sache oder wegen Ungeduld, ja. Warte hier nicht, widme dich dann anderen Aspekten deines Lebens, ja, während hier etwas von alleine vorangeht. Was haben wir denn hier? Kontinuierlicher Fortschritt. Wir zollen dir Anerkennung für deine fortwährenden erfolgreichen Bemühungen, deine täglichen Aktivitäten mit Liebe zu erfüllen. Ne? Mit Liebe. Alles, was du mit Liebe tust hier, darum geht's. Wir sehen deutlich die Beiträge, mit denen du die Welt durch Gedanken, Gefühle und dein liebevolles Handeln bereicherst. Und mit wir wird hier die geistige Welt angesprochen oder Gott oder die Engel, je nachdem, an welche höhere Macht du glaubst. Auch diese Energie, also ich kann dir einmal das Wochenorakel empfehlen, weil darum geht es im Wochenorakel. Und ich kann dir das gestrige Tagesorakel wärmstens empfehlen, weil da ging es auch genau um diese Energie, ohne dass diese Karte sich gezeigt hat. Okay, da geht es nämlich darum, wir sehen deutlich die Beiträge, mit denen du die Welt durch Gedanken, Gefühle und dein liebevolles Handeln bereicherst. Okay. Für alle fortwährenden erfolgreichen Bemühungen, die täglichen Aktivitäten, das ist auch wieder hier dieser Aspekt mit ich bin täglich da. Ich bin kontinuierlich da. Ja, nicht heute einmal und morgen nicht. Und nur, wenn ich Lust habe und wenn mir ein Kugelschreiber auf den Zeh gefallen ist, jetzt bringe ich schon wieder das Beispiel, dann hier ist jemand, der sich auch mal ein bisschen durchbeißt. Ne? So, ich hoffe, du kannst was anfangen mit diesem Orakel. Wieder eine sehr starke Energie. Das scheint wirklich das Thema der Woche zu sein. Ja, wir schauen mal, was morgen dann kommt. Je nachdem, wie lange die geistige Welt über eine Sache sprechen möchte. Ne? Danke jedenfalls, liebe Seele, dass du da bist für deine Aufmerksamkeit. Ich drück dich ganz lieb und wenn du magst, sehen wir uns gern beim nächsten Orakel wieder. Mach's gut. Bye, bye.